Das war eine sehr, anfangs sehr spannungsvolle Zusammenkunft unterschiedlicher Akteure, die sich, glaube ich, getroffen haben, festgestellt haben, dass sie in sehr unterschiedliche Richtungen schauen, sehr unterschiedliche Interessen haben. Und wir haben dieses Verfahren ja durchgeführt, um über konkrete Pläne zu gucken, wo findet sich auch eine gemeinsame Linie, ein gemeinsames Ziel. Und das, denke ich, ist in dem Gesamtprozess sehr gut gelungen. Wir haben es also geschafft, auf einer sehr respektvollen Ebene das Gespräch zwischen den verschiedenen Akteuren zu führen und Verständnis auch für die Positionen anderer zu gewinnen. Ja, die Qualität ist ausgesprochen hoch. Die Teams haben sich nicht, salopp gesagt, lumpen lassen. Und haben wirklich alles, was sie haben, in die Waagschale geschmissen. Sie haben intensiv gearbeitet, sie haben sich gut herangetastet, sie haben gut zugehört. Und trotzdem kann es sein, dass Menschen hier aus dem Stadtteil, aus Tempelhof sagen, naja, ich finde mich in dem einen nicht so gut wieder, in dem anderen vielleicht besser. Aber die Teams haben sich sehr hineingekniet. In einen Ort, den sie häufig gar nicht so gut kennen oder eben noch nicht so gut kannten, bevor sie ja losgelegt haben. Also die Planer haben ja die enorme Schwierigkeit, alle möglichen Anforderungen erfüllen zu müssen. Und wenn man mal selber einen Stift in die Hand genommen hat, um mal etwas zu planen, wird feststellen, dass es gar nicht einfach ist, alles zu erfüllen und es allen recht zu machen. Und insofern kann ich in jedem Fall feststellen, dass viele Anregungen aufgenommen worden sind, aber es konnte nicht jedes Problem gelöst werden. Wir haben das Thema der Kleingärten zum Beispiel. Da war der Wunsch, dass keine Parzellen aufgegeben werden müssen. Das konnten nicht alle bewerkstelligen. Aber es kann durchaus gelingen, wenn man die Pläne oder einen Plan weiterverfolgt, das Ziel zum Beispiel noch zu erreichen. Und so gibt es immer Kleinigkeiten, die man nicht erfüllen kann. Aber hier ist auch wichtig, eine Lösung zu finden, eine Idee zu finden, die über viele Jahre trägt und mit der man weiterarbeiten kann. Und das heißt nicht, heute ist das Ergebnis, das Ziel erreicht, sondern heute wird die Grundlage entschieden, auf der man weiterarbeiten will und weitere Planungskonzepte, auch Gebäudekonzepte, Architektur und so weiter, vertiefend ausarbeiten möchte. Uns war wichtig, dass die Öffentlichkeit von Anfang an Schritt halten kann. Und zwar ist wichtig, deutlich zu machen, dass die Öffentlichkeit und alle, die sich daran beteiligen, nicht nachher entscheiden dürfen, nicht abstimmen dürfen, sondern es gibt dafür Gremien, die dafür berufen sind. Uns war aber wichtig, beratend auf dieses Gremium einwirken zu können. Uns war auch wichtig, dass die Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert, in der Lage ist und bereit ist, die eigene Meinung zu ändern. Und nicht nur zu sagen, ich möchte aber, sondern ich erkenne auch bestimmte Vorzüge in bestimmten, ich lasse mich überraschen im positiven Sinn und setze mich mit dem, was da kommt, auseinander. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass man sich mit anderen Konzepten auseinandersetzt und andererseits darf man als Bürger auch erwarten, dass einem der Respekt für seine eigene Meinung entgegengebracht wird. Und beides gehört zur politischen Kultur, würde ich sagen. Und das wollten wir hier fördern. Also, zunächst mal hat wahnsinnig Spaß gemacht. Die Jury und ich glaube, die Öffentlichkeit hat das mit großem Interesse verfolgt. War eine sehr faire Debatte angeregt. Auf zwei Entwürfe ist er nachher zugelaufen. Und ja, der eine war ein bisschen stärker prozessorientiert. Und das hat wahnsinnig viel Fürsprecher gehabt, weil man sich gefragt hat, ah, die können Stadt machen. Die wissen, wie man Stadt baut, mit den Menschen, für die Menschen. Und dabei sind die Formen vielleicht gar nicht so wichtig, ob Block oder wie auch immer. Und die anderen haben gezeigt, wie man wahnsinnig gut viel Freiraum gewinnen kann. Und das hat am Ende obsiegt mit besonderen Formen, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher waren und die mit sehr viel Mut vorne am Tedam die neue Mitte mit einem sehr hohen Gebäude repräsentieren. Das hätte am Anfang des Verfahrens keiner gedacht, dass man mit einem solchen Turm neben dem Rathaus noch einen draufsetzen kann und den alle gut finden würden. Also ich bin schwer begeistert und ein Einstimmungsergebnis, mehr können wir eigentlich gar nicht wollen.